wir mal Dünn. Heiko ist gerade dabei, unser Rapsfeld zu ernten. Ich bereite mal weiter hier das Feld vor. Futtermischanlage habe ich schon befüllt, sodass ich jetzt erstmal hier dünge und danach gleich grube. Habe ich mir zum Glück alles schon vorbereitet. Naja, machen wir mal das Beste daraus. Hoffentlich reicht der Dünger. Mal sehen. Erste Bahn habe ich geschafft. Mit dem W50 sollte das eigentlich schneller gehen, sodass ich gleich noch in Ruhe gruppern kann. Dann sehe ich mal weiter, was noch Schönes anliegt. Machen wir erstmal das Beste daraus. Den Tieren habe ich schon geschaut, die sind alle soweit versorgt. Milch haben wir auch schon so ein paar Liter. Sodass wir uns jetzt erstmal ganz in Ruhe auf die Feldarbeit konzentrieren können. Ja, habe ich ja das Vorgewinde schon geschafft. Düngen sollte ja fix gehen. Dass dann zumindest dieses Feld schon mal perfekt vorbereitet ist. Ich weiß noch gar nicht, was Heiko hier als nächstes raufhaben möchte. Muss ich nicht dann mal mit ihm noch mal kurz schließen? Was er da... Oder was wir hier am besten dann... als nächstes andrehen werden. Aber zuerst mal muss ich es ja sowieso düngen, dann gruppern. Bevor wir uns Gedanken über das andere machen können.
ging ja doch fixer als sie dachte. Kann ich ja gleich schon Fahrzeugtausch machen. Habe ich ja zum Glück schon nach der Mittagspause alles am Hof vorbereitet. Guck ich ja bloß aus das Fahrzeug hier raus und das nächste Fahrzeug rein und dann klappt das schon. Naja, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass das so fix geht. Aber gut. Besser als wenn ich jetzt hier noch stundenlang rumfahren müsste. Das ist allemal besser. So, die Seite ist schon fertig. Machen wir mal noch das kleine Dreieck hier. Ja, bin ich ja fast schon mit durch. Dünger reicht auch so, wie es aussieht. Also da habe ich beim Kalk deutlich mehr verbraucht. Naja, ab und an muss man ja auch mal Glück haben. War die Insel auch gleich mal mitgedüngt. Die dritte ist auch gleich dran.
Naja, das war's ja schon. Wollen wir mal zurück zum Hof. Unser Gefährt tauschen. Sind ja zum Glück dicht bei am Hof. Gute. Ich hab dich gar nicht gesehen, ich hab doch geguckt. Fahr. Den hat man aber auch echt nicht gesehen. Ein bisschen haben wir drinnen an Dünger. Bin ich auch schon wieder an meinem Hof oder an unser Hof besser gesagt. So, lass ich dich mal hier kurz stehen. Klemmt die Tür schon wieder. Was soll das denn? So. Mal Heikos Zetti wieder nehmen. Naja, wenn ich jetzt noch mit den Gruppern durch bin, dann habe ich das, was ich mir für heute vorgenommen habe, geschafft. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt am besten anfangen. Naja, dann wollen wir mal. Ja, der Gruber hat eine schöne Arbeitsbreite. Das sollte eigentlich dann auch recht fix gehen. Naja, wir gucken mal. Ja, Heikos Zetti zieht den Gruppe auch ohne Probleme. Also der hat genug PS dafür.
So. Erste Bahn hätten wir schon geschafft. Aber hier lasse ich jetzt auch kein Vorgewende. Hier hinten habe ich genug Platz zum Wenden. Das sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wenn ich gleich hiermit durch bin, fülle ich mal meine Thermoskanne mit Kaffee. Und werde Heiko beim Rapsfeld helfen. Ich bin ja heute schon mit meinen täglichen Aufgaben dann durch. Da kann ich ihm dann helfen, damit er dann auch pünktlich Feierabend machen kann. Ah, ich denke mal, das wird das Beste sein. Da wird er sich bestimmt freuen. Steine sammeln kann ich dann auch morgen noch machen. Vor dem anderen. Ich weiß gar nicht, ob es hier im Ort auch jemand gibt, der die Steine benötigt. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir mit den Steinen anstellen. Habe ich noch gar keine Idee. Naja, lassen wir uns schon was einfallen. Dann machen wir erstmal die Insel. Fahre ich mal gleich hier weiter. Ich würde mal sagen, der Anfang wäre doch schon gemacht. Mal sehen, wie lange ich, wann ich dann hier fertig bin. Vielleicht fahre ich dann auch noch, bevor ich runter zum Rapsfeld fahre, schnell zum Bäcker vorbei. Ein Stückchen Kuchen oder so holen. Damit wir uns stärken können, bevor wir uns weiter in den Raps stürzen. Ja, ich denke mal, das ist eine gute Idee. Ich denke mal, das werde ich dann so machen.
aber hier die Ecke ist auch wieder schön ruhig. Eine schöne ruhige Ecke. So kann man dann schön in Ruhe arbeiten. Niemand da, der einen nervt. So gefällt mir das. So, das Feld sollte ich eigentlich auch fix hinkriegen mit dem Grupper. Ich habe ja schon ein gutes Stück geschafft. So, wieder eine Bahn fertig. Mensch, das geht recht fix. Naja, so viele Steine kommen hier gar nicht zum Vorschein. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Was soll das denn? Kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Der kann mich mal schön in Ruhe lassen. Niemand mag Frösche im Hals. Naja, geht mal ruhig. Ihr findet momentan hier eh noch nichts, wo noch nicht angedrillt ist. Aber macht mal. Wenn ihr Spaß dran habt, macht mal. So. So, hier haben wir ja schon die Kante erreicht. Also hier wird es jetzt auf alle Fälle immer weniger. Da werden die Bahnen zumindest erstmal hoch, immer kleiner. Da hat er, bin ich bestimmt mit einem Grupper am Stein oder so, am großen Stein hängen geblieben, dass er mich gleich da um die Ecke gezottelt hat. Naja, ist ja zum Glück nichts passiert. So.
sieht doch ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Werde ich mal gleich hier die Insel fertig machen. So, da hat er noch kleinen Klicks vergessen, den nehmen wir gleich noch mit. Jetzt ist er aber weg. Damit wäre auch schon die zweite Insel fertig. Und ich fahre dann weiter. So, ich denke mal, wenn ich unten angekommen bin, werde ich noch ein kleines Päuschen machen. Nochmal in Ruhe einen Schluck Käffchen trinken. Und gegrubbert ist ja dann schnell. Mal gucken, was hier so los ist. Kann ich noch gar nicht gucken. Ein paar Häuser, sehr interessant. Kann man halt bloß durch die Zäune nicht rüber gucken. Naja, egal, was soll's. Ich würde sagen, das soll's für heute erstmal wieder gewesen sein. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und uns würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Samstagnachmittag. Tschüss!